Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind in ganz Europa. Deswegen mussten und müssen wir handeln. Besonders schlimm und besorgt macht uns doch alle vor allem die Zahl der Todesfälle. Alle 3 Minuten stirbt jemand in Deutschland an Corona. Es wird wohl die dritthäufigste Todesursache in diesem Jahr werden. Deswegen können wir darauf nicht achselzuckend reagieren oder das als statistische Größe wahrnehmen. Hinter all dem stecken Familien, Menschen, die auch gerne Weihnachten, Silvester erlebt hätten. Die Kliniken ächzen, die ächzen derzeit unter der Belastung. Teilweise gibt es schon Triage in Deutschland, nämlich dass man entscheidet, wer behandelt wird oder wer woanders hin verlegt werden muss. Wir reden manchmal über Ferien und Einzeldetails oder über das Einkaufen. Dabei kämpfen Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte jeden Tag einen schier unermüdlichen Kampf. Bergamo ist näher, als der ein oder andere glaubt. Um das zu verhindern, müssen wir konsequent handeln. Wir sind nicht herzlos, genau das Gegenteil ist der Fall. Mich persönlich und wir uns alle rührt es. Und deswegen dürfen wir aus Bequemlichkeit oder reinen monetären Interessen keine Fehlentscheidungen treffen. Denn eines lehrt uns überall Corona in der Welt. Je länger man, je später man handelt, desto länger dauert es und desto größer sind die Schädigungen für Gesundheit und Wirtschaft.